Hallo und herzlich willkommen zur PlayStation 4. Oder soll ich vielleicht sagen, guten Morgen zur PlayStation 4, weil wir haben gerade mal 8.49 Uhr am Morgen. Das hat auch einen Grund, darauf komme ich gleich zu sprechen. Heute schauen wir uns nochmal genauer das Menü an, beziehungsweise die Online-Funktionen. Und zwar einfach deswegen, weil das letzte Mal wirklich nicht funktioniert hat, weil das PlayStation Network ja fett überlastet ist. Besonders jetzt zum Startwochenende. So, wir fangen gleich mal an. Wir haben hier die Neuigkeiten, die immer noch nicht funktionieren. Wir haben hier noch die Streaming-Dienste. Da gucken wir gleich mal rein. Video Unlimited. Da schauen wir mal, was es da so gibt. Beziehungsweise, das kann ich vielleicht gleich sagen, da kommen im Grunde gekaufte oder ausgeliehene Filme oder Sendungen rein, die ihr euch im PlayStation Network geholt habt. Den schauen wir uns gleich nachher an. Und im Grunde ist es dann nur eine Abkürzung, dass ihr da direkt hinkommt. Music Unlimited, da schauen wir auch gleich mal rein. Music Unlimited ist der Streamingdienst von Sony. Sony hat ja geschickterweise es bisher nicht geschafft, dass man sich eigene Soundtracks anhören kann in den Spielen. Sprich, man kann aktuell noch keine MP3s anhören. Das ist natürlich super behämmert. Und deswegen bieten sie einfach diesen Streaming-Dienst an, der dummerweise nur 30 Tage kostenlos ist und dann danach kostet es natürlich was. Ich habe jetzt keinen Code, den ich einlösen kann. Und ja, als abrufen, das will ich jetzt auch nicht, da gehen wir wieder raus. Dann kommen wir zum Internetbrowser. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Da habe ich nämlich schon mal was vorbereitet, sozusagen. Das ist zuletzt, was ich als letzte Seite aufgerufen hatte. Da war ich nämlich zuletzt hier auf der Gran Turismo-Unterseite von PlayStation.de. Hier kann man schön hin und her scrollen mit dem rechten Analogstick. Man kann auch eine Tastatur benutzen. Wenn ich jetzt hier, das kann ich gleich mal hier machen. Da kann ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas eingeben. So, weglöschen, PlayStation.de. Ich benutze hier übrigens eine ganz normale USB-Tastatur, die wird ganz anstandslos vom Gerät erkannt. Die wird nur kurz am Anfang angemeldet, aber das funktioniert eigentlich sofort. So, ich habe jetzt die PlayStation-Seite, die offizielle. Da können wir hier theoretisch mal auf die PS4-Unterseite gehen. Und ach, please update your Flash Player. Das ist super. Das ist echt geil. Der Browser kann also ebenso wenig wie schon der auf der PS3 Flash-Videos oder Flash wiedergeben. Und das ist natürlich super lustig, weil ich kann jetzt die PlayStation 4-Unterseite auf der PlayStation 4 nicht abrufen, was gar keinen Sinn macht. Deswegen, ja, gibt es hier auch nicht viel mehr zu sehen. Das ist einfach ein Browser ohne Flash. Da gehen wir gleich wieder zurück. Was haben wir hier? Live von der PlayStation. Da gucken wir gleich mal rein. Das ist nämlich der Streaming-Kanal. Ihr könnt nämlich Spiele oder irgendwelche Inhalte von euch streamen online. Und ja, das tun hier schon fleißig irgendwelche Leute. Zum einen kann man hier einfach nur sein eigenes Videobild streamen. Und zwar mit der PlayStation 4 Kamera. Oder man streamt irgendwelche Spiele. Spielinhalte, aber da gucken wir jetzt einfach mal rein, was denn hier so abgeht. Hier in Madden, NFL. Ja, Spiele kommentieren hier, was gerade abgeht. Videoqualität schwankt völlig. Sieht man, ist nicht ganz so geil die Qualität, aber naja, es funktioniert zumindest jetzt mal. Oh fuck, I didn't even notice that I was fucking jungle. I was watching my full. Ja, dann
Ja, und da gibt es allerlei. Ich weiß nicht, welche Ordnung das Ganze hat. Was gibt es denn hier interaktiv? Da gibt es nichts. Und dann kann man eben Twitch oder Ustream aussuchen. Also das sind die beiden Streaming-Dienste, die zurzeit zur Verfügung stehen. Man kann vielleicht noch suchen, wenn man sich ein spezielles Spiel anschauen will. Na, hier zum Beispiel War Thunder. Das ist das Free-to-Play-Spiel auf der PS4. Ah, da sieht man gerade das Menü. Das schauen wir uns vielleicht mal auch in einem der kommenden Videos an, wenn das gewünscht ist. So, das war's von Live von der PlayStation. Dann Spiele schauen wir uns auch in einem der nächsten Male an. Hier gibt es noch die Streaming-Kanäle, da hatte ich das letzte Mal schon mal ein bisschen drüber geguckt. Die muss man auch runterladen und dann hat man eben entsprechend kostenpflichtige Videostreams. Dann kommen wir eigentlich mal zum interessanten Teil, nämlich dem PlayStation Store, der das letzte Mal nicht funktioniert hat. Jetzt aber, ich drücke die Daumen, funktioniert er hoffentlich. Ja, und er funktioniert auch tatsächlich. Wunderbar. Man hat hier ein Menü, ganz ähnlich auf wie auf der PS3, bloß funktioniert das Ganze viel, viel flotter. Ja, wir haben die Startseite, da gucken wir mal rein. Ja, PlayStation Willkommen im Plus. PlayStation Store, der offiziellen Anlaufstelle Aha. zum Download der neuesten Spiele, Erweiterungen und Demos für PS4. Leihe oder kaufe deine Lieblingsfilme und Serien in HD und entdecke spannende Apps. Tauche mit PlayStation Store schneller als je zuvor in die neuesten Spiele ein. Ja, da hat der gute Mann leider recht. Man kann nämlich nur mit PlayStation Plus inzwischen in Online-Spiele eintauchen. Sprich, früher auf der PS3 konntet ihr ja noch kostenlos online spielen, das war alles kein Problem, je nachdem. Jetzt geht das nicht mehr, jetzt braucht ihr PlayStation Plus, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Ja, und das kostet Geld. Also, aktuell, das ist eine Aktion, gibt es 14 Tage für gratis. Ein Monat für 6,99, 3 Monate für 14,99 und natürlich das Jahrespaket für 49,99, was natürlich rechnerisch am besten ist. Ich werde mir als nächstes erstmal natürlich die 14-tägige Testversion holen und wahrscheinlich danach gleich die 12-Monats-Mitgliedschaft. Weil schließlich will ich ja auch online spielen mit Need for Speed, mit Call of Duty und so weiter. Das Gute ist am PlayStation Plus, das sieht man hier oben gleich, man bekommt natürlich Gratis-Spiele, genauso wie auf der PS3, auch jetzt hier auf der PS4. Da kommen wir gleich mal drauf. Da schauen wir uns nämlich gleich mal die Spieleliste an. So, Spiele. Klar, hier gibt es natürlich die besten Spiele, ja. Da gibt es natürlich Killzone, das man runterladen kann. Ja, FIFA ist klar, Call of Duty. Assassin's Creed, Need for Speed, Battlefield, Contrast. Ah, da kommen wir schon zum ersten. Contrast ist auch so ein ja, netter kleiner Download-Titel, der eben gratis ist, sobald ihr einen PlayStation Plus habt. Ansonsten kostet es 14,99, bisschen übertrieben der Preis. Aber ja, ansonsten kriegt ihr das gratis, solange ihr PlayStation Plus Abonnent seid. Das ist das eine Spiel. Das andere Spiel. Das ist nicht War Thunder. War Thunder ist das Free-to-Play-Spiel. Ich wollte eigentlich Resogun gucken, aber das sehe ich jetzt gerade gar nicht. Na, ist egal. Auf jeden Fall gibt es diesen Monat zwei, also im Dezember gibt es zwei Spiele gratis. Das müsste man doch hier irgendwo sehen. Zugriff auf deine Spiele. Exklusive Preisnachlässe. Da gucken wir mal rein. Und das Ganze hängt schon wieder. Naja, das war zu befürchten. Es funktioniert nämlich noch nicht so wirklich alles, wie es soll. Und gerade der PlayStation Store hängt immer wieder mal, so wie jetzt gerade. Aber es ist egal, wie gesagt, wenn ihr PlayStation Plus Abonnent seid, Contrast und Resogun gibt es. Im Grunde sind wir damit schon fast fertig. Man kann natürlich sich wieder Filme ausleihen, Fernsehserien oder eben diesen Musikstream-Dienst nutzen. Das Ganze natürlich kostenpflichtig. Wenn wir jetzt hier reingucken, nein, es läuft schon wieder mal nicht mehr.
Es ist im Grunde ganz ähnlich wie auf der PS3. Ihr könnt euch SD- oder HD-Filme angucken, ausleihen oder kaufen. Und bei Spiele, wie gesagt, das Angebot habt ihr gerade gesehen, das ist noch nicht so prickelnd, aber es wird ja schon. Mitteilung hatten wir schon mal angeguckt, da kann man sich eben angucken, was zuletzt so passiert ist, welche Einladungen es gibt, Nachrichten verschickt, welche Downloads es gibt. Hier bei Freunde kann man gucken, wer gerade online ist von den Kumpels. Das werden jetzt gerade recht wenige sein. So. Dann, wie gesagt, es hängt wieder alles ein bisschen. Dann schauen wir mal beim Profil nochmal rein. Ah, und das hängt hier auch nochmal. Das probieren wir. Moment, da hatte ich schon mal kurz den Trick, dass ich mich kurz auslogge. Das machen wir jetzt einfach live. Das mache ich jetzt mal ohne Schnitt. So. Gut. Bin wieder da. Gut. Ich habe mich eingeloggt. Na, es geht immer noch nicht. Na wunderbar, das ist mal wieder der Vorführeffekt. Na, auf jeden Fall, hier könnte man sich dann die Trophäen angucken. Was natürlich nicht geht. Das hätte ich jetzt noch gern gezeigt. Das natürlich hier auch. Ah, hier geht's vielleicht. Hier sieht man zumindest schon mal komplett, welche Trophäen es gibt oder welche man schon hat. Gut, das geht natürlich auch mal wieder nicht. Eieiei, das ist immer das, wenn man das live vorführen will, dass immer wieder nichts funktioniert. Naja, auf jeden Fall wundert ihr euch für 855 Trophäen für auf der PS4. Das ist ja unmöglich, das ist auch unmöglich. Und zwar deswegen, weil der sammelt natürlich alle Trophäen von allen Plattformen. Sprich, das sind auch die Trophäen von der PS3 und auch von der PS Vita. Das wird hier alles komplett gesammelt. Und dann entsprechend aufbereitet. So, und nachdem das Ganze hier ein bisschen alles hängt, würde ich das Ganze nun mal langsam beenden. Ihr habt jetzt zumindest schon mal einen guten Einblick in das Menü bekommen. Und natürlich nicht vergessen, das erste Video zeigt euch nochmal Einstellungen und wie schnell die Spiele starten. Und dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Wahrscheinlich kommen wir dann endlich mal zu den Spielen. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, nicht vergessen, das kann man abonnieren. Und dann sieht man sich auch pünktlich beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen!